Und jetzt wird die unvergleichliche Lieutenant Dish. Star aus Theater, Film und Röntgenologie ihr wunderlich sinnliches Händchen in dieses Glashäuschen tauchen, um den glücklichen Gewinner zu ziehen. Und hier ist er schon, ihr süßen Kerle. Der Name des Mannes, der ein super Wochenende in Tokio verbringen wird, mit der wunderbaren Lieutenant Dish ist... Also, der Gewinner ist... Pater John P. Mulcahy. Ja! Achtung! Sir, verstehe ich das so, dass der Pfarrer dieser Einheit gerade ein Wochenende mit einer Schwester in Tokio gewonnen hat? Seine Gebete wurden erhört. Wer sind Sie? Captain Benjamin Franklin Pierce. Und wer sind Sie, Sarge? Was glauben Sie eigentlich, was dieser Stern bedeutet? Haben Sie eine Sternwarte? Das ist Brigade General Hammond, der Chief Medical Officer vom Sektor Sol. Oh, das ist ja klasse. Wer von Ihnen ist McIntyre? Ich. Sie und Pierce stehen ab sofort unter Arrest. Dazu würde ich gerne ein zweites Gutachten hören. Lautet die Anklage, Herr Oberförster? Verweigerung von Befehlen, indem Sie eine Party feiern. Aushändigung nicht genehmigter Urlaubspässe. Die Mumie schlägt zurück. Major Burns, Sir. Hamilton. Nein, Hot Lips. Hot Lips? Diese zwei Figuren machen den Krieg unmöglich. Sie zerstören uns alle. Holen Sie Ihre Polizei her, Henry. Was ist? Wird's bald? Sonst beißt er dir den Kolben weg. Und Sie beide werde ich vors Kriegsgericht stellen, meine Herren. In Tokio? Oder San Francisco? Sie werden hier vor Gericht gestellt werden und Sie werden auch hier Ihre Strafe absetzen. Und jetzt raus mit Ihnen, betrachten Sie sie... Das wird sich nicht machen lassen, Großer. Durchaus nicht. Gar keine schlechte Idee. Ich würde vielleicht sogar dasselbe tun. Es gibt schlimmere Einfälle. Ja, dann was wollen Sie mir vortragen? Hört mal! Was ist? Kundschaft. Die Hubschrauber, die hier gleich auftauchen werden, sind voller Kanadier, die auf einer anderen Party waren. Und ohne uns werden ein paar von den Jungs nicht auf ihre Party zurückkommen. Achtung an alle. Melden Sie sich sofort in eine Notaufnahme und besetzen Sie sämtliche OPs. Ich darf mal einen ablassen. Wenn es sein muss, können Sie uns anschließend in den Knast stecken. Ja. Aber jetzt haben wir zu arbeiten und wir sind hier ziemlich knapp mit dem Personal. Wir brauchen jeden Mann, der ein Messer halten kann. Ach übrigens, wie sieht's da mit Ihren Griffeln aus? Sind die einsatzfähig? Na ja, dreckige Fingernägel. Na los, mein Junge, dann komm mal. Keine Angst. Hast du die Hosen zu? Gib mal ein Schwämmchen, der hört ja gar